Schnapsfahndung im Bundestag. Das Büro des CDU-Abgeordneten Andreas Mattfeld hat vor kurzem wegen einer brisanten Suchaktion Alarm geschlagen. In einer Rundmail an alle Fraktionen des Bundestages wurde nach einer Flasche Schnaps gefahndet. Die soll zwar per Post im Bundestag angekommen, aber nicht an den durstigen Empfänger weitergeleitet worden sein. Und dabei ging es nicht um irgendeinen Schnaps. Es handelte sich um eine limitierte Flasche Korn vom Fußballverein Werder Bremen, die eine Saison lang im Stadion gereift ist. Ein echtes Liebhaberstück also. Es half aber alles nichts. Trotz Rasterfahndung blieb das hochprozentige Paket spurlos verschwunden. Zum Trost gab es vom SPD-Kollegen Thorsten Schmidt zumindest ein Werder Kornglas, allerdings ohne Inhalt. Was meint ihr, wer hat sich das gute Stück unter den Nagel gerissen? In die Kommentare damit.